Mein Name ist Ingo Taupon, ich bin Kurator der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa von Ostkreuz. Ich möchte Sie als Kurator dieser Ausstellung hier am Pariser Platz führen und Ihnen die Möglichkeit bieten, trotz Lockdown sich selbst ein Bild zu machen. Denn die Ausstellung bietet fruchtbare Impulse für die gegenwärtige Debatte über die Zukunft Europas und fragt, wie wird sich unser Kontinent entwickeln und wie das Zusammenleben seiner Menschen. In den Anfängen der Ausstellungsvorbereitungen wurde darüber diskutiert, inwieweit wir die unterschiedlichsten Positionen der Fotografinnen und Fotografen zusammenfügen können. Also sozusagen einen klassischen Ausstellungsparcours einer Gruppenausstellung verlassen und die Bilder stärker miteinander verzahnen. Das haben wir im Laufe der Diskussionen verworfen. Denn die einzelnen Arbeiten funktionieren auf deren Wand, werden inszeniert als autarke Arbeiten und gehen dadurch in einen Dialog. Aber es gab eine Arbeit, die dafür geeignet war, sich durch den gesamten Ausstellungsraum durchzuziehen. Und das war die Arbeit von Jörg Brüggemann, Eure Vision, die er zwischen 2017 und 2020 fotografiert hat. Brüggemann ist durch Europa gereist, um Menschen zu fotografieren, die ihre Grundrechte auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung wahrnehmen. Und das haben wir dergestalt inszeniert, dass wir diese Arbeiten auf Fahnen gedruckt haben, die sich sozusagen durch die ganze Ausstellung durchziehen. Aber das Besondere an diesen Bildern ist, dass er sich auf die Gesichter konzentriert. Er nimmt die Menschen, die er porträtiert, aus dem Umfeld heraus und wir können nicht genau sagen, für was sie demonstrieren. Auch wenn wir auf den Schildern erfahren, dass sie für die Unabhängigkeit Kataloniens, gegen Slawenmärkte in Libyen oder eben halt gegen das Vergessen der Verbrechen der Franco-Diktatur demonstrieren. Das Besondere daran, dass Brüggemann vollbracht hat, ist die Tatsache, dass er den Einzelnen aus der Masse heraushebt, sie sozusagen zu Stellvertretern und zu Identifikationen macht. Und wir als Betrachter, auch wenn wir nicht genau wissen, für was sie gerade demonstrieren, müssen uns selbst fragen, wie wir die Personen, die wir dort sehen, halt einfach einschätzen können oder ob wir aufgrund eben halt ihrer Emotionen ein ganz bestimmtes Klischee haben, für was oder für gegen sie demonstrieren. Brüggemann selbst sagt, es sei ihm wichtig, alle Emotionen zu zeigen, die Menschen auf den Demonstrationen ausdrücken, von Wut über Angst bis Einkehr und Selbstermächtigung.